Guti, dann wollen wir mal hier weitermachen mit den Aufgaben für die Gefährten und hoffen, dass wir dann Ah, da irgendwann seid ihr ja. aufgenommen werden. Ich Ja, suche nach Arbeit. ich habe etwas ganz Besonderes für euch. Aber das muss nicht jeder hören. Trefft mich heute Nacht in der Tiefenschmiede. Dann reden wir weiter. Alles klar, wo finde ich die Tiefenschmiede? Ah ja, ihr habt sie ja noch nicht gesehen. Unter der Himmelschmiede, wo Eorlund arbeitet. Die Tür ist verborgen, aber ich zeige euch den Weg. Okay. Dann gehe ich mal. Unter der Tiefenschmiede. Unter der Himmelsschmiede ist die Tiefenschmiede. Klingt sinnvoll, aber irgendwie auch komisch. Die Tür ist verborgen. Die Tür ist verborgen. Wo ist denn die Tür? La 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 la. Gucken wir doch mal. Hier können wir nicht raus. Schade. Muss bestimmt hier irgendwie raus. Ach, verdammt. Njauk. Hier. Wieso kann ich denn nicht so hoch springen? So ein Crap. Crap, 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 crap. Gut, dann warte ich erstmal, bis Nacht ist. Ach du Scheiße, müssen wir lange warten. Oh je. Da, 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 da. Wir warten, 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 bis es Abend ist. So. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch mit allem vertraut machen. Okay. Skior. Kannst du mal schneller laufen? Das geht ja ganz schön langsam voran hier. Ich habe gedacht, der ist da jetzt schon dort oder rennt dahin oder irgendwas, aber der spaziert ja hier im. Nicht jetzt. Tiefenschmiede. Heute Nacht. Es ist Nacht, du Knallfrosch. Warte, ich halt mal noch eine Stunde. Aha. Seid ihr bereit? Hier ist ein Eingang, alles klar. Ich bin bereit für die nächste Das Prüfung. ist keine Prüfung, Jungblut. Das ist ein Geschenk. Tretet ein. Alles klar. Bitte betritt die Tiefenschmiede. Ha, verrückt. Das sieht man wohl bei Tag Ich gar nicht. hoffe, dass ihr Ayela auch in dieser Form erkennt. Sie hat sich bereit erklärt, euer Ahne zu sein. Ayela, die Jägerin. Wir machen dies im Geheimen, weil Kotlak zu sehr damit beschäftigt ist, dieses große Geschenk wegzuwerfen, das uns gegeben wurde. Er ist der Meinung, dass wir verflucht wurden. Aber wir wurden gesegnet. Wie kann etwas, das diese Macht verleiht, ein Fluch sein? Also nehmen wir Ja. die Sache selbst in die Hand. Okay. Um in die Sphären der Gefährten aufsteigen zu können, müsst ihr uns im gemeinsamen Blut des Wolfes beitreten. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Tierwelt zu vereinen? Ich bin bereit. Nun denn. Was macht er denn jetzt? Piekst du jetzt den Wolf oder was? Nom nom nom. Das war aber schnell drin, das Blut. Instant, bab. Nimm am Blutritual teil. Muss ich jetzt da draußen, habe ich jetzt da draus getrunken? Ist ja ekelhaft. Bestiengestalt hinzugefügt. Lol. Sehr witzig. Aber auch wieder die doofe Ansicht, die ich nicht will. Das ist echt nervig so.
Der rastet ja komplett aus. Cool, der hat aber lustigere Angriffe. Links macht er so. Rechts macht er so. Und wenn ich beide gedrückt halt, macht er nur so. Ja, alles klar. Und jetzt? Zurückverwandeln, okay. Oder was? Habe ich mich jetzt zurückverwandelt oder was ist denn jetzt passiert? Jetzt habe ich rumgeschrien. Und ich habe meine Klamotten verloren. Seid ihr wach? Ich dachte schon fast, dass ihr nie mehr zurückkommt. Eure Verwandlung war nicht das, was man einfach nennt. Aber okay. Ihr habt noch. Gratulation. Juhu! Wir haben sogar eine Feier für euch geplant. Eine Gruppe Werwolfjäger hat drüben beim Galgenfelsen ihr Lager aufgeschlagen. Die silberne Hand. Ich glaube, ihr kennt sie bereits. Mhm. Wir werden sie alle abschlachten. Jeden Einzelnen. Nach euch. Skjör ist bereits als Kundschafter vorgegangen. Juhu! Was bedeutet es, ein Werwolf nichts, zu sein? Bis ihr euch entscheidet, eure Gabe zu nutzen. Dann, nun ja, kommt man auf den Geschmack. Man wird stärker, schneller. Aber es hält nicht lange an, wenn ihr es nicht mit dem Blut eurer Feinde nährt, sofern ihr euch darauf einlassen möchtet. Je mehr wir uns sättigen, desto stärker werden wir. Mhm, und vielleicht entdecken wir noch weitere Gaben von Hesina. Gibt es, wohin gehen wir? Können wir könnt ihr mich in der Schießkunst unterrichten? Okay. Mhm. Aha. Magie. Kräfte. Bestiengestalt. Na, da bin ich jetzt ja mal gespannt, wie das so abläuft, wie das so ist. Und was der für Fähigkeiten hat, vor allen Dingen. Hm. Boah. Tja, Mann. Na dann, geht's los. Silberne Hand. Oh, der war schnell down. Ah! WTF, ein Hit. Ha, geil. Wie geil. Noch einer? Also der Werwolf macht mir jetzt schon mehr Spaß als der Vampir. Cool. Neue Talente verfügbar, sollte galt genug Leichname verzehrt wurden. Für jedes neue Talent müssen ein paar mehr verzehrt werden. Verursacht als Werwolf 20-25% mehr Schaden. Wie tue ich Leichname verzehren? Nähren. Aha. Blutgier verlängert. Alles klar. Herz verzehrt. Und wenn ich die einmal verzehrt habe, geht das nicht nochmal, okay? Ah, es geht für leichte Gegner schon ziemlich... Na gut, okay, ich bin noch am Anfang. Fresse ich den hier vorne... Ah, das Sprinten sieht auch nice aus. Ja, also Werwolf macht mir definitiv jetzt schon mehr Spaß als der Vampir die ganze Zeit. Wie geil. Und ich kann sogar Türen öffnen. Zumindest die hier. Besser als nix. Richtig nice. Und ich muss vor allen Dingen nicht aufpassen, dass ich die mit dem einen Fähigkeit töte. Man kann ihre Angst riechen. Angst! Habt Angst vor dem mächtigen Werwolf. Ihr gehört mir. Jetzt. Lol. Wie es den weggekickt hat. Aha! Voll lustig. Richtig geil. La 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 la. Wie ist die wegkloppt, wenn ich die einmal hau?
Werwolf-Talent verfügbar. Nice. Direkt mal. Zack, 25% mehr Schaden. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Ach, das können wir dann gucken, wenn ich aufgestiegen bin. Oh. Da ist ein Toter, oder? Dachte ich mir schon. Niemand, den wir kennen, dem Geruch nach zu urteilen. Es gibt Leute, die den Tier in sich verfallen, wild werden. So wie diesem armen Kerl hätte es jedem gehen können. Wir sollten weitergehen. Ey! Die lässt mich nie raus hier. Die ist doch dämlich jetzt. Gott sei Dank. Hallo? Was soll denn das? Was haben wir hier? Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Alles klar. Dann müssen wir wohl hier lang. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass man die Ansicht nicht ändern kann. Dass man nicht in First Person gehen kann. Weil ich mag eigentlich die First Person Ansicht. Aha, an den Skewern kann ich mich nicht nähern. Schade. Ja, zernimm sie, zerfetz sie und mach sie kaputt. So, und wenn ich jetzt... Heile ich mich auch, wenn ich mich nähere? Nee. Schade. Blutgier verlängert. Okay, frag mich, wie lange das hält mit der Blutgier. Nicht, dass ich dann halt scheiße wäre, also... dass ich dann plötzlich nichts mehr kann. Nur weil ich lange nichts gegessen habe. Komm. Oh, jetzt habe ich meine eigene meine Freundin vermöbelt hier. War so. Nähren. Warum vermöbel ich die denn? Ich bin ja auch doof. Die stand mir nur im Weg. Boah, so einfach ist es. So. Vor allem esse ich die Herzen. Nom 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 nom. Hä? Wie kann ich mich denn zurückverwandeln? Das wird wohl. Na wie jetzt? Geh weg, böse silberne Hand. Da ist ja noch einer. Arschloch. So ein Mistkerl. Aua. Gehen jetzt ab. Na. Ach, jetzt zerfleische ich die wieder. Nice. Das kannst du nicht, mein Freund. Aber du wirst trotzdem sterben. Ehnären. Wieso kann ich mich nicht zurückverwandeln? Oder ist das mit der Blutgier? Dass wenn ich in Blutgier bin, mich nicht zurückverwandeln kann? Kann das sein? Da müssen wir mal gucken, ob hier noch Gegner sind und dann erforschen wir mal das ganze Ding noch ein bisschen. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Niemand da? Wir sind fast da. Vorsicht. Ist ja riesig hier. Den Hautabzieher. Na super, was haben wir hier? Zusatzpunkte Gesundheit und Ausdauer. Heulen des Schreckens. Der Werwolf betrifft auch höherstufige Kreaturen. Okay.
Das wäre voll ein Totem der Jagd, besitzt eine größere Reichweite und zeigt an, ob sich Ziele im Kampf oder nicht im Kampf oder auf der Suche befinden. Und das? Das Werwolf-Heulen-Totem der Bruderschaft ruft Eiswölfe herbei. Ich glaube, dann esse ich da, dann upgrade ich das mal. Tierkraft, mehr Gesundheit, mehr Ausdauer. Nähren stellt doppelt so viel Gesundheit wieder her. Das klingt auch nice. Du kannst dich von den meisten toten Wesen nähern. Der Verzehr von Kreaturen verlängert die Dauer allerdings nur halb so lange wie das Verzehren von Personen. Ja. Ich glaube nicht, dass ich euch den Grund dafür erklären muss. Hallo! Ist da jemand hier drüben? Na, wieso lebte der noch? Stirb, Mann. Was ist mit dir los, ey? Weg mit dir. Doofbatz. Ich den einfach wegschubst, ist so geil. Na komm. Aua. Greif Hautabzieher. Wenn ich mich jetzt hier nähere, regeneriere ich mein Leben wieder, aber nicht so viel eigentlich. So, wenn ich jetzt kann ich den wegschubsen und dann kann ich den vermöbeln. Bam! Richtig geil. Nom 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 nom. Lecker, 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 lecker. Das Herz des Hautabziehers. So. Die Bastarde. Irgendwie haben sie es geschafft, Skjör zu töten. Nos. Er war einer unserer Stärksten. Aber gegen zahlenmäßige Überlegenheit ist jeder machtlos. Er hätte nicht ohne einen Schildbruder losziehen sollen. Skjör! Verschwindet von hier. Ich werde sicherstellen, dass wir alle erwischt haben. Vielleicht finde ich ja Informationen bei einer der Leichen. Wir beide haben Arbeit vor uns. Die silberne Hand wird vor uns erzittern. Die silberne Hand wird vor uns erzittern. Na gut. Was ist unser erstes Ziel? Schön zu sehen, dass ihr so eifrig seid. Ich habe erfahren, dass eines der schlaueren Mitglieder der silbernen Hand in Hjalmarsch herumschnüffelt. Hjalmarsch? Wenn ihr euch in ihr Lager schleichen und ihre Pläne stehlen könnt, sind wir im Vorteil. Alles klar. Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Von der kann ich mich wohl nicht nähern, oder was? Hatte ich nicht hier hinten noch irgendjemand vernichtet? Aber von meinem Freund kann ich mich noch nähern. Klingt logisch. So. Geil. Wow. So, wie kann ich mich denn jetzt zurückverwandeln? Huch. Aha. Hallo. Ich bin Werwolf. Muss ich einfach eine Zeit warten lang? Oder wie verwandle ich mich denn jetzt wieder zurück? Jetzt bin ich zwar netterweise ein Werwolf, aber weiß nicht, wie ich mich zurückverwandle. Oh. Alles klar. Mit der 1. Warum auch immer. Schattenstiefel, Schattenkapuze. Zeit, Gildenmeisterhandschuhe, Gildenmeisterrüstung, Krosis, Ring der Schießkunst. Das ist doof, dass ich alles wieder anziehen muss. Das ist doof. So, aber jetzt kann ich mich hier umgucken. Skjör hat nichts dabei.
Hier haben wir eine Truhe. Im Ingenerzbogen, okay. Einhandangriffe verursachen mehr Schaden. Nee. Das brauche ich nicht. Werwolf. Menschenfleisch. Wolfspelz. Was ist denn mit der hier? Den Pfeil kann ich nehmen, aber der Leichnam liegt wohl nicht dort. Juhu! Was haben wir hier? Elfendurch, Stahlpfeil, Gold, gravierte Nordrüstung. Irgendwas, der Ausdauer, der hat einen Stahlpfeil und Gold dabei, das ist auch super. Was hat der dabei? Gold. Zaubertrank der Heilung. Hier liegt ein Skelett mit etwas Knochenmehl, das nehmen wir auch noch mit. So, jetzt gucke ich nochmal fix hier zurück. Wo hier denn noch was war? Oder was hier noch so war? Hier ist eine Truhe, die müssen wir aufschlüsseln. So. So geht's ja auf. Hallo. Jemand da? Nö. Nur ein Seelenstein und etwas Gold. Warum mache ich mir eigentlich die Mühe, die einzelnen Golddinger dort einzusammeln? Das frage ich mich. Ganz ernsthaft. So wichtig brauche ich das Gold. Also so wichtig ist mir das Gold nur auch nicht. Schmiedekunst verbessert auf 40. Ich habe ein Lehrbuch gefunden und ich habe immer noch nicht 50 Lehrbücher. Nerv. Ich will doch nur endlich das 50. Lehrbuch finden. Die Wichtigkeit des Wo. Oh ja, das war das 50. Puhu! Nice! Endlich. Schneebärenpelz. Meine. Endlich das 50. Lehrbuch. La 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 la. So geil. Endlich geschafft. Kaiserlicher. 2 Gold. Na endlich. Das hat aber echt lange gedauert, muss ich echt sagen. Mann. Ich bin da wegen ganz schön auf. Ganz schön genervt, dass das immer noch nicht das 50. war und immer noch nicht, aber irgendwann musste es ja mal das 50. sein und jetzt war der Moment und ich habe die 50 Lehrbücher. Die nächste Errungenschaft, jawohl. Wieder eine weniger. Was ist denn das hier? Aha. Klack, klack und zack und dann habe ich sie aufgeschlossen. Vulkanglas, 2 Händler. Der Qual brauche ich nicht. Wacholderbeeren. Tja, so. Was haben wir hier noch so rumliegen? Nichts weiter Interessantes, wie es aussieht. Hier liegt noch ein Pferdefell. Lederstreifen nehme ich noch mit. Da sind noch Lederstreifen. Bärenpelz nehme ich auch gern noch mit. Esmiran. Was haben wir hier? Der hat bestimmt Pfeile dabei. Jawohl, Pfeile. Pfeile für mich, Pfeile für uns, damit wir töten können. Auch wenn wir das jetzt als Werwolf nicht mit Pfeil machen. Ausdauer wieder herstellen. Der Pfeile, nein, der hat noch... Oh, ein Silberbahn, nice. Der hat auch noch Gold dabei. Muss hier oben noch einer liegen, Gold. Wieso haben die denn alle keine Pfeile? Der hat Pfeile. Falkenfedern. Ne? Jawohl, Weizen. Damit kann man Heiltränke herstellen. Heiltränke. Toter Werwolf. Wilder Werwolf. Menschenfleisch, Wolfspelz. Ja, für die Alchemie. Nehmen wir das alles mit für die Alchemie, die ich niemals skillen werde. So. Das ist wieder ein Toter. Zack. Hier war irgendwo noch ein Lebender. Hier. Können wir den doch mal befreien, oder? Was sagt ihr dazu?